Kommt besser nicht auf dumme Gedanken. Glaubt mir, wir finden euch, wenn es sein muss. Du findest mich? Okay, Herr Wollust. Ja, ich weiß, er ist nicht mehr wollustig. Mein Gott, ist ja gut. Kommt nicht auf dumme Gedanken. Was soll das überhaupt bedeuten? Geht weiter. Komm, redet doch mal nicht so jetzt selbstver... Also, das ist ein bisschen eingebildet. Dafür, dass du eine Vergangenheit hast, die negativ war. Wie kommt man denn da hin? Irgendwie um die Ecke. Egal, wir kommen ja sowieso nochmal zurück. Tschüss. Also Tarael aber sollte echt dankbar sein, ne? Was Mahame hier auf sich nimmt. Was für eine... Also das ist einmal eine Arbeit und extrem Risiko. Na, habt ihr euch vom Zusehen schon die Hände blutig geschuftet, Oberstädt? Du weißt, was ich anhabe, oder? Es Tod. Wird geschehen. Was? Schimmelholz. Ja, du bist auch Schimmelholz, du Bitch. Arschloch. Okay. Moin. Tealo Arantheal ist zurückgekehrt. Hey, hey, ihr Hoffen da! Wir, dass er wie Professor weiß, wo Warte mal. Gebiete sind und wo nicht. Ich rede, Erwachsene reden gerade, Mädchen. Was gibt's? Ich hab einen Brief für euch. Glaube ich zumindest. Ihr seht so aus, wie der Messer gesagt hat. Zeig mal her. Also, naja, der Messer meinte, ihr würdet mir dafür 10 Groschen geben. Er hatte gerade nichts dabei. Du solltest Leuten nicht vertrauen. Wenn er dich nicht bezahlt hätte, hättest du mit dem Brief erst gar nicht gebracht. Also gib her. Sicher doch. Ja, ganz ehrlich, wenn die jetzt gelogen hat, war das eine clevere, coole, nette Lüge. Mein Gott, soll sie. Weißt du, dann wird sie halt eine dumme Kuh, die erwachsen wird, dann wird sie so sterben. Also, Karma ist eine Bitch, aber klar, hier sicher doch. Toll, danke euch und sichere Straßen. Sie ist ja nett. Geht weiter. Den Brief lesen. Geht weiter, wir haben gerade geredet. Ich rede, Mann, ich hasse Leute hier. Ich rede gerade mit einem Mädchen, bin gerade fertig und geht weiter. Oh. So unfreundlich. Trefft mich im Versteck. Wer wird flachgelegt? So, okay. Wir behalten das erstmal an. Da. Und gehen sofort. Geh. Dankeschön. Hauptkaverne. Keine Ahnung, was das jetzt für ein Fehler war, weil ich zweimal gedrückt habe oder so. Die Badin ist fertig. Wir speichern einfach mal und gehen in den Schuppen. Siehst du? Oh, schon wieder. Er sitzt immer anders. Mann. Das Spiel könnte aber echt, ne? So ein anderes Art von Spiel sein. Ja, okay, hallo? Habt ihr sie getötet? Oh, das kam jetzt unerwartet. Wir sind ja noch am in den Arsch kriechen, damit wir zum Vater kommen. Wen? Nein, das war nicht ihr Herz. Also sympathisch ist besser als das andere. Nee. Verdammt. Warum? Ich töte keine Unschuldigen. Ist das wichtig? Das erste stimmt. Bei zweiter auch, ist das wichtig? Ich kann machen, was ich möchte. Ich töte keinen Unschuldigen. Ach ja? Dann habt ihr aber ein interessantes Verständnis von Unschuld. Was glaubt ihr, hat Schwester Hochmut bei den Stimmen gemacht? Süßgebäck an die Armen verteilt? Die Chancen stehen 50-50, dass das auffliegt. Den ersten Seher konntet ihr vielleicht hinters Licht führen. Oh oh. Aber wenn der Vater das Herz untersucht, dann wird er mit einer hohen Wahrscheinlichkeit merken, dass es nicht ihres ist. Ihr habt damit erheblich unsere Mission gefährdet. Ich hoffe, das ist euch klar. Aber gut. Bisher habt ihr mir wenig Grund gegeben, meine Entscheidung, euch anzuheuern, zu bereuen. Okay, wenigstens etwas. Dass das ein einmaliger Ausrutscher war. Uff. Hätte ich sie wirklich umbringen müssen? War das einfach so ein
ein Fangquest, Fangfrage, nee, wie nennt man das? War das so eine Sache von, haha, guck mal, jetzt kannst du ein guter Mensch sein, verarscht, darfst du aber nicht. Wusstet ihr von ihrer Krankheit, wegen der sie geflohen ist, von den Gesichtern? Gesichter? Nessa konnte keine Gesichter mehr sehen. In ihren Augen begannen sie zu schmelzen, wenn sie so lange hinsah. Es hat sie in den Wahnsinn getrieben. Aha. Aha, was haltet ihr davon? Was soll ich davon halten? Ich bin kein Apothekarius. Vielleicht hat sie sich auf ihren Ausflügen in die Silberwolke eine Portion Glimmerstaub zu viel reingezogen. Sie wäre nicht die Erste. What the fuck? Ganz ehrlich, Tarael, ich mag dich doch nicht. Du bist super anstrengend. Du bist so ein Opfer geworden irgendwie. Du bist blind vor Hass irgendwie, Zorn, ne? Also, ich finde euch alle blöd. Das ist doch ganz schlimm, wie unmenschlich ihr. Du weißt doch ganz genau, wie das ist. Wie du behandelt wurdest. Wie geht's nun weiter? Nun heißt es erstmal warten, bis wir vom ersten Seher hören. Wenn wir Pech haben, endet unser Plan dort. Wenn der Vater kein Interesse an euren Diensten hat, war's das. Aber in der Zwischenzeit gibt es etwas anderes, bei dem ich eure Hilfe gebrauchen könnte. Gegen Tschüss. Bezahlung, versteht sich. Wie viel? Worum geht's? Es hat mit meiner Vergangenheit zu tun. Okay. Mit der Einkehr. Oh, hab ich überhaupt nicht schon gelesen. Das Waisenhaus, in dem ihr groß geworden seid. Ja. Ich habe euch doch erzählt, dass Shagun, die Matrone des Hauses, von den Entführungen wusste. Oder besser gesagt, dass sie es war, die uns verkauft hat. Ja. Tja, diese Informationen habe ich tatsächlich erst seit kurzem. Ich dachte eigentlich immer, dass Tiralata Shagun dazu gezwungen hätte. Und selbst jetzt gibt es da einen Teil in mir, der das immer noch nicht glauben will. Der Grund, dass ich zurück in die Einkehr will, ist, dass ich Gewissheit will. Ich will wissen, wie tief Shagun in dieser Scheiße tatsächlich drin gesteckt hat. Hat sie gemocht. Und ob sie vielleicht sogar etwas darüber wusste, warum der Vater uns Kinder haben wollte. Weil Kinder leicht zu formen sind? Und ihr meint, das Waisenhaus kann euch da Antworten liefern? Wonach wollt ihr denn suchen? Es ist seit Jahren geschlossen, aber vielleicht sind Shaguns Dokumente noch dort. Und falls ihr euch jetzt fragt, wozu ich euch brauche, seit der großen Fleischmadenplage ist das Haus ein Friedhof. Nehmt das bloß den roten Wahnsinn. Es wimmelt dort nur so von Verlorenen. Ja, immer noch besser als andere Sachen. Dann wollt ihr Rückendeckung? Ja. Ich würde es vermutlich alleine schaffen. Ja. Aber jetzt ist der falsche Zeitpunkt für unnötige Risiken. Also, treffen wir uns am Marktplatz vor Sorgbahn und Söhne. Ich muss noch ein paar Vorbereitungen treffen. Ja, ich werde dich jetzt anlügen und hoffen, dass es kein Test ist. Ah, Mann, anstrengend hier. Oh mein Gott, ist das... Das wäre so clever und ganz ehrlich, das wäre so ein kreativer Kunstgriff von den Machern. Also die Super-Nerds hier, das sind richtige... Wenn diese Traumsaft-Sachen eine Anspielung darauf sind, was ich gerade getan habe. Auf Speichern, schnell speichern und schnell laden. Weil die Leute, die diesen Traum, diese Traumsaft da oder was auch immer, Traumtrank hatten, waren glücklicher. Denen ging es besser. Vielleicht, weil sie sehen konnten, was kommt und dann entscheiden konnten. So wie ich. Ich als Spieler kann jederzeit wieder laden. Das passt doch total, oder? Das wäre super mega lustig. So Meta. Das wäre mega, richtig Meta. Habt ihr sie getötet? So. Ja. Gut, das ist gut. Wisst ihr, Nessa ist nur kurze Zeit nach mir der Ralata beigetreten. Sie war auch ein Straßenkind. Wir haben eine Weile lang sogar in derselben Baracke geschlafen, während unserer Zeit als Sprösslinge. Und jetzt ist sie tot. Ein seltsames Gefühl. Wenn ihr euch so nahe standet, warum habt ihr nicht geholfen? Wir standen uns nicht nahe. Sie war eine Mörderin, genau wie jeder dieser fanatischen Bastarde. Ich hätte ihr ohne eine Sekunde zu zögern die Kehle durchgeschnitten, wenn ihr es nicht getan hättet. Oh oh. Wird sie wiederkommen und alles kaputt machen? Am Ende, kurz bevor wir dabei sind, alles richtig zu machen, steht sie in der Tür, wie in einer Serie oder im Film, und sagt, halt, stopp! Und wir hätten sie umbringen sollen? Fuck! Dammit! Wir können sie noch umbringen. Aber wir haben das Herz schon abgegeben, ne?
Soll ich sie nachträglich noch umbringen? Ich habe noch nicht so viel gemacht. Im Off könnte ich nämlich sie noch mal umbringen. Wir haben ja kurz danach ein... Jetzt die Frage, ob das Herz dann... Können sie wirklich das Herz überprüfen? Wusstet ihr von Krankheiten? Sicher? Aha. Naja, okay. Wie geht's weiter? Nun heißt es, wenn wir Pech haben, aber in der Zwischenzeit gibt es etwas anderes bei dem... Es... mit der Einkehr. Ja. Aber er hat auch gar kein Interesse an den anderen Leuten. Wissen, wie tief er ist so blind. Es ist seit Jahren... Nehmt das bloß den roten Wahnsinn. Okay. Also, treffen wir uns am Marktplatz vor Sorgbahn und Söhne. Ich muss noch ein paar Vorbereitungen treffen. Okay, tschüss. Wirst du dich wieder wegbeamen oder steht dir einfach nur im Weg? Oh, warte. Ich hätte ein paar Fragen. Was? Das ist das Einzige, was noch weiß ist. Warum? Weil man seinen Feind kennen sollte, wenn man ihn vernichten will. Na schön. Mein Gott, bist du eine Bitch. Ich kann euch die Grundlagen erklären. Für alles darüber hinaus fehlt mir die Lust. Also, fragt. Was genau bedeutet es, ein Ralaim zu sein? In erster Linie sein altes Leben hinter sich zu lassen. Jeder Kontakt wird abgebrochen, jede Spur verschüttet. Die meisten Ralaim bezeichnen sich als Waisen, selbst wenn sie einmal eine Familie hatten. Oh. In anderen Worten, Emo. Verschreibt ihr euch der Ralata, sind der Ralas und seine Lehren euer neues Leben und die Ralaim eure neue Familie. Ja, die Familie, da kann man drauf verzichten. Alles, was ihr tut, was ihr denkt, was ihr träumt, unterliegt dem Ziel, die Trennung zu erreichen. Also die Befreiung von dem menschlichen Körper. Mein Gott, geht doch einfach ein bisschen trainieren und dann hasst ihr eure Körper auch nicht mehr. Ihr seid doch fit. Hast du mal Trauer gesehen? Ach, Trauer. Ich möchte ein Poster. Wie lange existiert die Ralata denn schon? Seit der Vater sie gegründet hat. Wow, also danke. Seit bald über 400 Jahren. The fuck? 400? Der Vater ist 400 Jahre alt? Korrekt. Wie ist das möglich? Ist da Eterna? Das weiß niemand, aber selbst wenn. Ich bezweifle, dass seine Langlebigkeit einzig und allein auf sein Blut zurückzuführen ist. Eher auf seine Forschungen. Zu irgendwas müssen die ganzen Kinderleichen ja gut gewesen sein, oder? Das stimmt auch wieder. Ein paar Kinder essen, dann wird man jung bleiben. Warum habe ich wohl den Keller? Was genau sind eure Aufgaben des Ralaim als Stimme? Schwer zu sagen. Mal dies, mal das. Die meiste Zeit bin ich damit beschäftigt, Unterstädter daran zu erinnern, ihr Schattengeld zu bezahlen. Und sie, falls sie es nicht tun, die Folgen spüren zu lassen. Warte mal, mich erinnert das total an dieses Jesus wird wiederkommen. Und das sagen sie seit Jahrhunderten. Die haben also jetzt ihr ganzes Leben, die arbeiten die ganze Zeit da, langweilen sich, dürfen aber kein Drogen nehmen, keinen Sex haben, dürfen ihren Körper nicht zeigen. Was machen sie dann? Das ist ja so ein bisschen wie damals Waisenkinder bei Nonnen oder sowas. Fasst euch nicht an. Wenn die dann irgendwann gebadet haben oder geduscht oder sowas, wurden sie doch trotzdem. Irgendwann kommt dann doch die Hormone kommen doch dann durch. Und dann haben sie ganz lange schlechtes Gewissen, wie Nessa. Nessa hat einfach so Spaß am Sex, dass sie schwach wurde. Und danach fühlte sie sich dann tagelang schlecht, hat sich selbst gegeißelt und sowas. Wo ich dann denke, what the fuck ist das? Ich hasse das so sehr. Was ist denn das für ein Leben? Ihr könnt doch gute Arbeit leisten und trotzdem abends... Naja, egal. Oh, da hab ich mal... Oh, welcher Film war das? Das war auch interessant. Da ging es irgendwie darum, da hat man die Bösewichte so ein bisschen näher beleuchtet. Also es war trotzdem nicht auf der Seite der Bösewichte, sondern einfach nur, dass die Bösewichte plötzlich Charakter bekommen haben. Das war voll überraschend. Und dann war es auch so, dass man gesehen hat, der eine hatte eine Familie und ist ganz normal zur Arbeit gegangen, aber dann hat er eine liebevolle Familie und so weiter und andere Sachen. Also, dass man so gesehen hat, das sind auch nur Menschen. Und ja, okay. Was sind das für Folgen? Alles von ein paar Ohrfeigen bis hin zu einem Messer zwischen die Rippen. Ja, aber warum ein Messer? Warum tötet ihr Leute, wenn die Hülle... Na, egal. Moment, ihr wollt den Vater töten, um die Welt zu verbessern, aber ihr habt kein Problem damit, für die Ralata zu morden? Gut, zwei Dinge. Erstens, die ich im Namen der Ralata getötet habe, kann ich an einer Hand abzählen. Und es waren keine armen Frauen mit Neugeborenen an den Nippeln, sondern Gesindel.
Menschen, die die Regeln kannten, aber trotzdem meinten, Rebell spielen zu müssen. Glaub mir, es gehört eine Menge dazu, bis die Ralata ein Todesurteil spricht. Sie sind Verbrecher, ja, geführt von einer mordenden Bestie. Aber sie sind nicht dumm. Wenn sie jedes Versäumnis mit einer Köpfung bestrafen würden, würde es nicht lange dauern, bis es hier unten eine Rebellion gäbe. Und zweitens, nichts im Leben ist umsonst. Wer glaubt, man könne etwas von Bedeutung erreichen, ohne dabei etwas anderes zu opfern, ist ein Narr. Der Tod des Vaters wäre 100 tote Gauner in den Gassen wert. Und ich würde jedem von ihm persönlich die Kehle durchschneiden, wenn es mich meinem Ziel näher bringt. Ja, Gaunen ist was anderes, ne? Das Ziel rechtfertigt die Mittel. Das ist, worauf ihr hinaus wollt, oder? Immer wieder schön, eure lebensbejahenden Ergüsse zu lauschen. Ich sehe das anders. Ihr müsst mich nicht überzeugen. Ich bin ganz eurer Meinung. Ich habe nicht ganz verstanden, was deine Meinung ist, muss ich zugeben. Du hast Leute umgebracht, aber nur Gesindel. Ha. Das zweite ist beleidigend. Das dritte ist, ich sehe das anders. Da wird er wieder rumbitschen. Also das Ziel rechtfertigt die Mittel. Eigentlich bin ich seiner Meinung. Wenn er wirklich keine Unschuldigen umgebracht hat. Und er hat wirklich vor, den Vater umzubringen. Dann bin ich sogar seiner Meinung ein bisschen. Das hat sowas wie 24 oder sowas. Die Serie hat das auch schon oft irgendwie aufgegriffen, dieses Thema. Wie viele Unschuldige dürfen sterben, in Anführungszeichen, wenn man dafür ganz viele andere retten kann. Das Ziel rechtfertigt die Mittel. Das ist, worauf ihr hinaus wollt, oder? Nennt es, wie ihr wollt. Oh, ich darf noch was anderes sagen. Okay, was war das denn jetzt? Du bist so anstrengend. Meine Fresse, bist du eine Bitch. Huiuiuiui. Ich hatte ein schweres Leben. Ja, ist okay. Können wir uns doch mal kurz hier hinsetzen? Ich massiere dich. Einfach mal kurz durchatmen. Weißt du, du kannst auch weinen. Du musst ja, keine Ahnung. Du kannst trainieren. Ich sehe gerade deine Oberarme. Wow. Okay. Ich bin ganz eurer Meinung. Weil das beide stimmt nicht. Aha. Na dann. Eines könnt ihr mir jedenfalls glauben. Ich habe diese Opfer nicht leichtfertig gebracht. Und einige der Dinge, die ich tun musste, werden mich bis ans Ende meiner Tage verfolgen. Aber wisst ihr was? Was? Es braucht Menschen wie mich. Die Weltverbesserer, die glauben, man könne das Böse bekämpfen, ohne sich die Hände dabei schmutzig zu machen. Alles selbstverliebte Idioten. Hey! Die Monster dieser Welt, die Mörder, die Tyrannen. Ihr müsst ihre Sprache sprechen, wenn ihr an sie herankommen wollt. Ihr müsst bereit sein, durch ein Meer aus Blut zu warten. Und zwar so lange und so weit, bis ihre Leichen vor euch im Wasser liegen. Na. Alles andere ist Traumtänzerei. Das zum Beispiel unterstütze ich jetzt nicht so. Das eben waren noch irgendwelche... Ich würde auch. Die Anhänger der Ralata würde ich zum Beispiel jetzt, wenn sie meinen Weg kommen, umbringen. Mir tut es immer leid, wenn man unschuldige Polizisten oder Wächter oder sowas umbringen muss, die einfach nur ihren Job machen. Weil die können ja nichts dafür. Die wissen ja nicht, dass der andere vielleicht böse ist oder so. Gesindel auf der Straße, also geht auch noch in Ordnung. Oder hier unten irgendwelche Leute, die sich übernommen haben für Drogen. Mein Gott, ist ja auch ein bisschen deren Problem. Ist ein bisschen so, wenn du zur Bank gehst und die sagen, ja, aber 10% Zinsen und dann wirst du ja gewarnt. Ist ja nicht so, dass du nicht gewarnt wirst. Es ist ja freiwillig. Ist ja nicht so wie Religion mit dem, du kommst in die Hölle. Oh, was kann ich dagegen machen? Gar nichts. Entweder du bist auf unserer Seite oder gegen uns. Das gilt ja nicht für die Leute hier in Unterstadt. Wenn jemand Drogen nimmt, dann tut es mir total leid und man sollte ihm helfen. Nur, er nimmt ja die Drogen von sich aus. Also wisst ihr, was ich meine? Das ist ein bisschen ein Unterschied. Und wenn die dann sagen, wenn du nächsten Monat nicht bezahlst, verprügeln wir dich. Dann ist es ja unten ein bisschen was anderes, als wenn man irgendeiner Person auflauert. Deshalb, diese Wegelagerer und Diebe, die würde ich jederzeit umbringen. Okay, danke. Haben wir es nochmal hinbekommen mit ihm. Warum kann ich mich da nicht hinsetzen? Oh, Zauberbuch Konter. Liegt dir einfach mal ein Zauberbuch. Auch schön. Nice.
Halten für 5. Ah, okay. Ist egal. Nicht so gut. Aber Zauberbuch ist Zauberbuch. Und kein anderer benutzt das hier. Nur er. Oh, hat er den Schlüssel? Gibt er mir den Schlüssel später, wenn ich ihm geholfen habe? Geht er auch weg? Nicht jeder kriegt ein Happy End, wie es scheint. Also so gesehen, mal schauen, was da noch kommt. Ich will es nicht versauen mit dem Vater. Dass der Vater dann plötzlich sieht, das ist nicht ihr Herz. Oh, du bist ein Lügner. Und dann muss ich gegen alle kämpfen. Ich möchte ein triumphales Ende, wo er hier sich rächen darf am Vater. Das möchte ich nicht versauen. Deshalb überlege ich jetzt ganz kurz. Ich weiß nicht, ob ich mir spoilern soll. Ich habe Angst, dass ich mir mehr spoiler dann. Bloß das mit dem Herzen jetzt. Ich würde sie umbringen. Das war das Thema. Nur, jetzt, ich wusste nicht, dass sie eine Mörderin ist. Muss ich zugeben. Ich dachte, sie wäre einfach nur eine Frau, die eine religiöse Frau. Mir vollkommen egal, mach doch. Gleiche gilt auch, das ist ja das Gleiche wie mit, wenn aus dem Osten eine Frau sagt, ich unterwerfe mich meinem Mann und trage Burka oder also ich trage ein Gewand, also ein Kopftuch und sowas, dann ist das ja ihre Entscheidung. Bloß, ist es wirklich ihre Entscheidung, ist die Frage. Und wenn jeder aber sagt, ja, auf jeden Fall und glücklich damit ist, was sind wir denn? Wir dürfen doch nicht jetzt, weiß nicht, da verurteilen, finde ich. Nur, wenn sie es jetzt nicht wollte, ich habe keine Ahnung. Wir sehen uns gleich wieder und dann könnten wir eigentlich auch mal was anderes machen. Ich weiß noch nicht, was. Ich habe Lust, irgendwie in die Wüste ein bisschen zu gehen, obwohl da die Gegner noch ein bisschen schwer waren. Oder wir machen diese Geschichte jetzt zu Ende und gucken mal, was der Vater so zu sagen hat. Irgendeinen Twist wird es bestimmt noch geben. Entweder es gibt wirklich am Ende, sie hatten die ganze Zeit recht und wir können dann Ja sagen zu diesem... Nee, das macht ja keinen Sinn. Würden wir jetzt plötzlich unseren Körper aufgeben? Vielleicht kriegen wir irgendeine Fähigkeit. Dann wird es schwer, Nein zu sagen. Aber, Hungertage. Oh, wir haben erste der Hungertage. Na dann, schöne Hungertage. Waren wir da oben schon? Melancholisch geht es weiter. Die Musik ist melancholisch. Die Umgebung. Schöner fetter Braten. Ich bin hier, weil wir sowieso warten müssen und sich das ganz schön zieht, muss ich zugeben. Ist ja nicht so, dass wir irgendwie viel gemacht haben. Es war jetzt irgendwie so, muss ich immer beweisen. Wir müssen jetzt mal jemanden umbringen, bla bla bla. Und ich habe mich dazu entschieden, ich nehme es an. Ich stehe dazu, weil zwei Sachen. Die Frau, ne? Die soll sich selbst umbringen, wenn sie sich unbedingt umbringen möchte. Denn Das muss jetzt nicht Mohammed machen, finde ich irgendwie. Und zweitens ist es ja auch so, Mohammed so ein bisschen der Händler, der nur angreift, wenn er muss. Weißt du, wenn irgendwas rot ist oder sich verteidigen muss. Bisher hat er ja ziemlich sich rausgehalten, wenn man es mal... Also für so welche Spiele. Er hat sich zwar eingebracht, aber er hat sich rausgehalten. Ach, kann man das so sagen? Egal. Auf jeden Fall habe ich jetzt einmal weiter. Ich habe verkauft und wir haben wieder schön ein paar Tausend gemacht. Also nee, was 4.000 oder so, 3.000. Ich weiß nicht mehr ganz genau. Ich habe auf jeden Fall wieder ein paar Tausend auf die Bank gepackt. Da hat er sich wieder gefreut, der Bankangestellte. Und dann war ich voll clever. Ich habe dann einfach, weil ich konnte nichts verbessern oder sowas, das würde ich euch sagen. Wir sind fast ein nächstes Level und habe ich mir gedacht, ich warte darauf, habe dann aber doch nicht gemacht. Habe einfach ein bisschen ausgegeben, habe das Geld wieder eingenommen. So gesehen habe ich weniger Plus gemacht, habe aber dafür andere Dinge bekommen. Nämlich zum Beispiel Rhetorik auf 5 auf 76, Handwerkskunst auf 80, das war teuer, schwere Rüstung auf 76, Parade auf 76. Weil das ist ja alles Meister, das kostet alles richtig viel Geld jetzt. Das heißt, unsere Hauptlevel-Dinger werden richtig teuer jetzt. Habe ich aber einfach gemacht, damit wir es haben. Rhetorik will ich irgendwie auch immer auf 90 haben. Vielleicht gibt es ja auch ein mystisches Buch. Ich habe keine Ahnung. Du kannst jeden
sofort hinreißen, weil du einfach nur Hallo sagst. Oh, geile Rhetorik. Oder Handwerkskunst, ich möchte nochmal alles verbessern können. Einfach besser als edel. Ich will jetzt, was ist das nächste, nach edel kommt, fucking great. Weißt du, so einfach nur mega geilomatico. Oder so schön, dass deine Augen schmelzen. Das ist einfach wichtig für mich. Und deshalb Handwerkskunst auf 80 werden wir dann schauen. Nächstes Mal, wenn ich wieder einkaufen gehe und Lernpunkte habe, dann mache ich vielleicht Handwerkskunst mal volle Kanne, ne, 85 oder 90 oder so. Und dann schauen wir mal, ob wir das schaffen. Dann schwere Rüstung, weil es prozentual einfach höher geht. Und wir werden es gleich sehen. Parade müssen wir aber auch mal machen, weil Parade haben wir kein prozentuales Ding. Warum ich das alles erzähle? Ich dachte, ich bin ganz clever. Erstens haben wir einen Rüstungswert von 422. Alleine dadurch. Wir können einfach mal aus Spaß. Warte. Wo war Götterschild 4? Ich hab's vergessen. Oh ne. Bling. Wieso sind wir auf 400? Achso, natürlich. Entschuldigung. Was machst du denn? Oh nein. Hä, ich wollte euch gerade ganz toll sagen, was ich gemacht habe. Wo ist mein Schild? Oh nein, wo ist mein Schild? Oh nein, was habe ich mit meinem Schild gemacht? Achso, ups, ich habe... Okay, ich erzähl's jetzt, damit es Sinn ergibt, warum ich jetzt dumm war. Ich war aber clever. Mich hat aufgeregt, dass alles ein Favorit hat. Und dann habe ich einfach gedacht, ich werde alles, was ich benutze, in edel umwandeln, auch wenn wir es nicht gebrauchen, wirklich. Aber das ist ja zum Beispiel, was wir brauchen, um Geld zu machen. Ich habe einfach jetzt die Fährte lesens, geschickt des Fährtenlesens genommen, weil Rhetorik um erhöht. Ist egal. Habe einfach alles edel gemacht, was ich edel machen konnte. Das hier zum Beispiel kann man nicht edel machen. Weil es ist schon so edel, das erhabene Gewand, das kann man nicht edler machen. Das ist edel pur. Edel Max. Und trotzdem, dann habe ich natürlich hier noch unseren Sprösslingsrober Ralata, weil ich eh vergessen. Und dadurch habe ich jetzt die ganzen Favoriten weggenommen. Und das ist natürlich blöd für das Schild. Das wäre natürlich nicht so clever. Das heißt, das Schild kommt wieder auf die 2. Entschuldigung. So, jetzt aber. 532. Warum haben wir plötzlich weniger? Warte mal, irgendwas ist hier nicht richtig. Hatten wir nicht schon viel mehr Rüstungswert? Das müsste doch alles viel höher sein, jetzt wo ich auf Meister gegangen bin. Naja, egal. Nicht egal eigentlich. Weil, guck mal, wie gut wir eigentlich jetzt sein müssten. Habe ich irgendwas nicht ausgerüstet? Was ist erhöht? Ich bin jetzt gerade sehr verwirrt. Doch, eigentlich ist das unser normales Ding hier. Da habe ich ein bisschen mich selbst gehypt und bin enttäuscht worden. Ich dachte, das macht jetzt alles geiler, dadurch, dass wir auf 76 sind. Waren wir nicht auch mal höher? Naja, 532 ist nothing to scoff about. Also, okay, ist alles ziemlich toll. Warum bin ich hier? Gute Frage, danke, dass du gefragt hast. Bitte hinten anstellen. So, ich möchte den Brunnen. Ganz einfach. Ich möchte den Brunnen und es gibt hier viel zu sehen. Und wir haben ja noch andere Sachen zu tun, aber hier haben wir auch noch Sachen zu entdecken. Hier zum Beispiel, da oben ist noch was und da gehen wir einfach mal hin. Wir können auch eventuell diese Frau kloppen, die weggelaufen ist, die Nonne oder was auch immer das war. Ja, können wir dann gucken. Ja. Aber jetzt erstmal, oh nein, habe ich jetzt alles weggenommen? Beschwören. Nee, unser 1, 2, 3, 4, alles ist da. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Puh. Das kann auch schon mal Angst machen. Tada! Dann wollen wir mal. Was brauchten wir denn noch für unseren nächsten... Ah ja, Verzauberung erhöhen. Habe ich halt jetzt nicht gemacht, habe ich mir gedacht. Dann haben wir noch was, worauf ich hinarbeiten kann. Vielleicht mache ich das auch. Dann kriegen wir die anderen Sachen nicht auf 90. Aber vielleicht Verzauberung erhöhen, damit wir uns einen weiteren... Damit wir uns den Mafiosi rala 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 holen können. Oh. Ich glaube, hier waren wir schon. Auf der anderen Seite. Ich weiß, wir waren da hinten, aber... Was finden wir denn hier? Na, Wurz!
Ich komme von oben, Herr Wurz. Und ich habe Mondstein. Ist ja schon super mega gut wieder gleich, ne? Gleich am Anfang. Nein. Wir haben unser Quest da, der wird uns bestimmt Bescheid sagen, wenn. Können wir auch hingehen? Ist ja egal. Jetzt gerade ist die Wüste ruft uns und will, dass wir herkommen. Wo bist du denn? Wieso kann ich ihn nicht rufen? Ist dir das zu steil oder was? Stell dich mal nicht so an. Ich muss hier. Der Sand geht voll in meine Rüstung rein. Voll schlimm. Da, okay. War zu steil. Dann fangen wir mal hier an. So. Trotzdem gehen wir jetzt dahin, weil es immer noch dunkel ist. Hier waren wir letztes Mal, ne? Mit dem Dino. Ich glaube schon. Das heißt, wir gehen jetzt zurück und schauen, was es hier gibt, wo wir dran vorbeigelaufen sind. Das sieht schon cool aus. Oh. Ein Fass mit Einzelteilen. Es ist aber, als ob das hier überhaupt nicht beachtet wird von der ganzen Welt, habe ich das Gefühl. Ein Schutzzirkel 3? Gleißender Funke? What? Warum gibt es hier so geile Sachen einfach? Ich beschwere mich nicht. Topf eines alten Volkes. Den können wir dem Typen geben. Bei der Realimusi. Schutzzirkel haben wir noch nicht. Verlorene müssen wir auch nicht wirklich. Langsam bin ich nämlich so am Sortieren, was wir dann überhaupt wollen und brauchen, ne? Weil wenn wir das sowieso nie zaubern, muss es ja nicht im Weg sein. Ich höre was. Ah, da! Oh mein Gott. Hilfst du überhaupt? Ich bin voll vergiftet und alles. What the fuck? Okay, wir haben ja Cremetorte. Weißt du, schöne Cremetorte am Morgen. Ah ja, ich bin natürlich einkaufen gegangen, genau am Ende der Schicht von den Leuten. Und dann musste ich erstmal schlafen gehen. Ich sagte, aber weißt du was? Das haben wir sich auch mal verdient. Einfach mal schön 8 Stunden lang schlafen. Oh my, wow. Okay, ist die noch zu schwer? Oh, hi. Müssen wir noch andere Sachen machen? Ich habe das Gefühl nämlich, die Wüste ist noch zu schwer an sich. Wahrscheinlich. Ich trotzdem, komm. Ich will den fucking Brunnen. Deshalb gehe ich natürlich hier rein. Gate ist clever. Und ein Lügner. Nein, nicht Lügner. Ich habe einfach nicht dran gedacht, dass der Brunnen ja irgendwo draußen sein wird. Ja, trotzdem. Habe ich jetzt erst gemerkt. Warum gehe ich hier rein? Weil, wenn irgendwo eine Höhle ist, sei mal ganz ehrlich, die ihr noch nicht kennt, dann geht ihr da natürlich da rein. Wie im Real Life. Oh, eine dunkle, nasse Höhle mit Riesenspinnen. Da gehe ich natürlich rein. Natürlich nicht. Schön weit weg. So, Sonic, Pfeile, Trank und Erz. Man hat so viel Erz. Ich weiß gar nicht, wofür wir das alles brauchen. Also die seltenen Sachen natürlich, da freut man sich drüber. Aber die anderen Sachen, ja, wenn wir das Geld für nichts brauchen, wir brauchen das Geld. Ne? Selbst mit meiner Super-Rhetorik, meiner mega geilen Händlerpreise-Verbesserungsausrüstung hat es immer noch 500 oder sowas gekostet. The fuck? Liebes Spielmacher. Oh. Feuerschutztrank. Da drüben ist einer. Ist das ein Gefallener? Oh, wow. Dunkelhand. Mustok. Du kannst auch brennen. Guck mal. Nein, Mustok, nein! Teilweise ist Mustok noch hier oben. Also alles gut. Ich hab's geschafft. Wie er da gewartet hat auf mich, ne? Steht hier so und da kommt jemand. Er hat sich gerade gesonnt. Okay, Mustok. Mustok! Das ist ein geiler Name irgendwie. Ich hätte mal. Das ist Mahames Bruder. Mustok. Kotsum? Nein, hätte sein können.
rückwärts. Also, elegante Wildmagierrobe der Entropie. Geld, Knochenmehl, Lehrbuch, Schleichenexperte. Was ist das denn für ein random Scheiß? Mustok ist aber auch ein Hoarder, ne? Oder er mag einfach viele unterschiedliche Dinge. Who am I to judge? Und wuchtiger Feuerball, Geiz im Verkaufen. Und Magierlich 3 im... Da haben wir wenigstens Auswahl. Aber sehr seltsam, Mustok. Was für eine seltsame, unterschiedliche... Aber Magierlicht, dann gucken wir doch gleich mal. Jetzt haben wir ja mehrere Magierlichter. Woo! Wo war das nochmal? Hier? Da. 140 für 67. Das wäre vielleicht so ein Kompromiss. Ja, ich glaube, ja. Weil... Es ist schon, haut schon ziemlich auf die Magie, die 87, muss ich zugeben. Da waren die 11 schon immer schöner. Aber 60 Sekunden sind halt irgendwie zu kurz. 90 Sekunden war so meh. Aber 67 für 140? Das ist nice. Also machen wir das einfach mal so. Und das Magierlicht geht wieder auf die 1. Yippie! Danke, Mustok! Aber cool. Haben wir einfach mal eine verbessert. Für uns besser, wie sagt man das? Für uns, für Mahame, ist eine schwächere Form gerade besser. Keine Ahnung. Tagebuch eines Verdursteten. Was? Woher wissen wir das? Eine Ewigkeit ist vergangen. Mein Bart reicht mir zu der Brust und zwei Finger genügen, um meine Oberarme zu umfangen. Warte mal. Du bist aber schon früher verdurstet, oder? Keine Rettung ist in Sicht und das wenige, was die Höhle an Essbaren hergibt, genügt nicht, um genügend Kraft für einen echten Ausbruchsversuch an die Oberfläche zu wagen. Hä, ich bin ziemlich schnell reingekommen. Der Stein jedoch tropft weiter und immer wieder ist dasselbe Spiel. Nachts brennender Durst, Sehnsucht nach Wasser, tagsüber Zweifel, Ängste und Hoffnungen. Hoffnungen. Nicht nur eine Hoffnung, rauszukommen, sondern Hoffnungen. Vielleicht tropft ja auch mal irgendwas wie Cola raus. Je mehr Zeit ich in dieser Starre, diesem Wechselspiel verbringe, desto mehr drängte sich mir die Frage auf. Wo wäre ich, wenn ich nie Wasser gehabt hätte? Tot? Wo wären wir? Wir? Okay, auf den Twist mal gespannt. Da ist irgendjemand bei ihm? Hoffnungen, Träume, Ängste und Zweifel. Sie werden möglich, weil wir alle einen Stein haben. Ist das irgendwie wieder eine Poesie, die ich nicht verstehe? Hunger und Durst reduziert uns auf das Wesentliche. Oh. Weißt du, das Letzte, was Opa geschrieben hat, war einfach so ein pseudo-intellektuelles Rumgeschwafel. Lassen alle anderen Bedürfnisse lächerlich erscheinen. Was bedeutet das also für das Leben, frage ich mich. Ist es nicht erst unser Urteil, dass die Lagen, in denen wir uns wiederfinden, erst als misslich erscheinen lässt? Möchte gern Philosoph. Ich weiß es nicht, aber ich weiß, dass ich aufhören werde zu trinken. Es ist alles eine Frage der Beurteilung. Dann nehmen wir mit, das ist so schön geschrieben, das nehmen wir mit. Okay, wo bist du denn? Bist du Mustok gewesen? Kein Wunder, hast du so seltsame Sachen mitgenommen? Ja, scheinbar. Ist er einfach Mustok geworden? Woher hast du denn plötzlich die Ausrüstung gefunden? Ah, ich rutsche. I'm sliding down. Okay, ja, aber wollen wir ja mal, oder? Sollen wir? Sollen wir mal runterrutschen? Mustok, ich komme hinterher. Ich habe genug Energie, um einen Ausbruchversuch zu wagen. What the fuck? Instant Death? Das ist ja Bullshit. Was ist das denn? Das ist eine unsichtbare Giftwolke da unten oder was? Eine Barriere, die dich sofort umbringt, obwohl man da unten was sehen kann. Boah, zum Glück habe ich, ist da, ne? Ich meine, ich habe Mustok runterfallen sehen. Zum Glück habe ich ihn zu einer Asche zu
Verbrannt? Weiß ich gar nicht. Naja, doch. Ein Blitz verbrennt, oder? Wahrscheinlich also. Was war das? Tagebuch eines Verdursteten. Nochmal? Wie viele Tage bin ich nun schon hier? 2, 5, 20? Ich weiß es nicht und eigentlich spielt es keine Rolle mehr. Der einzige Grund, warum ich noch lebe, ist der Stein. Ich habe ihn an meinem ersten Tag hier gefunden. Wie ein Insekt bin ich auf den Sandboden herumgekrochen, meine Finger zerrissen, vertrocknete Äste, die jeden Steinspalt, jede Wand, jeden Kadaver nach Essbaren durchsucht haben. Das Schlimmste aber war der Durst. Was ist denn hier passiert? Draußen ist doch direkt Dünheim. Dann habe ich ihn gefunden, den Stein. Wie ein Eiszapfen hing er von der Decke und mit rhythmischer Monotonie sonderte er das ab, was ich in diesem Moment mehr begehrte als je etwas anderes in meinem Leben. Wasser, Tropfen für Tropfen. Okay, ich weiß nicht, woher es kommt, aber wenn die Nässe meine Lippen benetzt, fühle ich mich wie von den Göttern geküsst. Geil. Er ist mein Anker, das, was das Wrack meines Körpers daran hindert, unterzugehen. Aber er versiegte, immer zur gleichen Stunde. Ich vermag nicht zu bestimmen, aber ich vermute, dass es Nacht ist. Hört der Lebensfluss auf für eine Zeit, die mir gleich einer Ewigkeit erscheint. Dann beginnt es wieder, als wäre nichts geschehen. Einfach lutschen den ganzen Tag. Und dennoch beobachte ich etwas Eigentümliches. Immer dann, wenn der Stein tropft und das Brennen in meinen Rachen lindert, desto mehr keimen die Gedanken wieder auf. Die Gedanken an Flucht, die Gedanken an Rettung, die Gedanken daran, wieder Fuß in Ark zu setzen und gemeinsam mit meinem Bruder über meine jugendliche Torheit, die mich auf diese Expedition getrieben hat, zu lachen. Kennen wir da schon was? Haben wir da irgendwas mitgekriegt? Haben wir in Ark jemanden, der gesagt hat, mein Bruder ist unterwegs? Interessant oder nicht? Nicht wirklich. Nachts, wenn der Stein ruht, ist der Wunsch nach Wasser alles, was ich verspüre. Wie wär's mit Schlafen? Ich würde all mein Vermögen, meine linke Hand, all meine Träume für es eintauschen. All deine Träume, dann kannst du auch gleich aufgeben. Tropft der Stein jedoch, rückt der Wunsch in den Hintergrund und mein altes Selbst, meine alten Träume, treiben wieder an die Oberfläche. Es ist alles eine Frage der Beurteilung. Oh mein Gott, du bist so deep. Bestimmt bist du über 14. Also 14,5. So, okay. Da ist der Stein. Den gucken wir doch mal. Wetten, da oben ist die Toilette von Dünheim oder sowas. Und nachts hört es auf, weil keiner auf Toilette geht. Ich habe keine Ahnung. Da tropft es. Ist das irgendwas, was ich nicht verstehen kann, weil es eine Lore ist von irgendeinem, entweder Online-Nerds oder so. Also ihr seid ja alles Nerds, die so welche Spiele machen und spielen. Oh, ich bin ja viel besser. Eine Geschichte oder von einer anderen Geschichte? Wurde das irgendwie angedeutet? Das frage ich mich dann immer. Was soll das? Oder ist es einfach nur so eine Twilight Zone-mäßig? Der Stein. Ende. Es gibt keine Lösung. Die Lösung musst du dir selbst denken. Es ist alles Auge des Betrachters. Oh, jetzt habe ich das Buch verstanden. Weißt du, so ein bisschen? Manchmal mag ich das nicht, wenn das nicht aufgelöst wird. Es gibt ja zum Beispiel Spiele, vor allem JRPGs, wo es nur eine Sache gibt. Die sind dann andersrum langweilig. Da gibt es dann so, wer ist der Böse? Okay, warum machst du das? Okay, es gibt kein, oh, wie mysteriös im Hintergrund oder so, sondern einfach nur, wie können die Spinnen eigentlich nicht schon gefressen haben vorher? Und, aber dann gibt es manchmal auch Spiele, wo nichts erklärt wird, wo ich dann denke, warum kommt da nichts draus? Warum kann ich nicht jetzt in Ark jemanden treffen und der erzählt dann von seinem Bruder oder sowas? Also, es gibt in beide Richtungen, bin ich genervt manchmal. Wisst ihr, was ich meine? Naja. Vielleicht geht es nur mir so. Bloß bei einigen Spielen, vor allem westlichen, ist es dann so. Oder sehr Indie-östlichen, die sich dann besonders toll finden oder so. Ist es dann so ein bisschen zu offen. Oder jetzt der Stein, der ist einfach da. Und dann denke ich mir, geil. Und jetzt? Nichts. Das war einfach ein Stein und der tropft und da ist ein Typ und der ist verdurstet. Okay, und wurde dann Mosaik oder wie hieß. Und dann denke ich mir, ja, aber okay, da kann man ja einfach alles. Da gibt's ja dann 100 Geschichten, die man einbauen kann. Ne? Also hier waren wir, oder?
Alt-Liguria entdeckt. What the fuck? Wo ist dieser fucking Brunnen? Da ist ein Haus. Okay, wir gehen gleich zu Alt-Liguria. Ich will, da ist ein Haus. Warum erwarte ich eigentlich nach so vielen Stunden noch, dass da jetzt irgendein Netter lebt und mir Hallo sagt? Es ist irgendwie auch ein bisschen dumm von mir. Wie so ein Hamster, ne? Hier, Bart Simpson-mäßig. Autsch, autsch. Okay. Hallo. Oh Mann, ich hasse die so sehr. Ja, weißt du was? Warte, ihr bekommt. Ich hab doch Runen. Ich meine, dafür sind wir ja da, oder? Also. Ja. Und jetzt? Komm. Aua, nein. Hui. Hahaha. Hat das überhaupt irgendwas gebracht? Stirb. Ja, Samael, das war aber knapp, würde ich mal sagen, ne? Aber trotzdem, das war lustig, muss ich zugeben. Eierkäfer, was? Käfereier. Ja, das war wichtig. Oh, guck mal. Oh, noch mehr Käfer. Oh, noch mehr. Können wir die nicht alle abfackeln? Ich meine, die Käfer sind super tödlich und scheiße. Ark Dünenheim. Und wir gehen einfach den anderen Weg, weil wir Rebellen sind. Weil wir wegelos sind. Versteht ihr? Oh mein Gott, da war so ein Dead-Joke. Oh, hi. Hi. Ah ja, und ich habe einen Erinnerungspunkt noch nicht benutzt. Weil ich mir gedacht habe, wir gehen ja sowieso bald ein Level höher. Dann haben wir 2. Warst du gerade unsichtbar, Samael? Wenn man davon redet. Hat er was Neues gelernt? Wie funktioniert das? Das ist voll cool. Er hatte vorher Stäbe. Wahrscheinlich, weil ich Elementarismus erhöht habe, ist auch sein Elementarismus verbessert worden. Oder irgendwie sowas. Ich glaube, wir brauchen langsam mal Lebensenergie. Ich habe irgendwie das Gefühl, das ist bei Gift oder sowas super problematisch. Obwohl Mana super ist, werden wir jetzt werden wir ein bisschen sparen. Also ich nehme mal Lebensenergie. Yippie! Ja, 5-4. Und jetzt hoffentlich finden wir den fucking Brunnen. Dann kriegen wir hoffentlich auch nochmal. Okay, was ist denn hier los? Das ist ja wieder was Neues. Hallo! Mein Gott, sieht das dumm aus. Also das sieht richtig doof aus. Also die Krone geht. Aber was oben drauf ist, ein bisschen. Kerzenständer. Wegestreue Handschuhe. Oh mein Gott, eine Pranke. Oh mein Gott, das Beste ever. Eine Eispranke. Ich kletter mal auf dich rauf, ne? Das ist nicht disrespectful gemeint. Sondern ich will einfach nur näher gucken. Ah, Nateria. Ist das ein Blitzableiter? Magst du das? Denkst du, dein Hirn wird dadurch intelligentiter? Oh, schade, hier ist nichts drauf. Aber ich bin drauf. Ich bin Freund vom Riesen. Ach, super gefährlich, die Spitzen. Okay. Oh, das Kätzchen schläft. Da ist noch einer. Aber sind doch Etheria, oder? Oder sehe ich das falsch? Die haben doch dieses Gesicht. Das haben sie gut hinbekommen, ne? Wie bei Fallout, Asiaten kriegen sie nicht hin, aber Alien-Aussehende und Orks und sowas schon. Oder Skellies. Auch bei Skyrim. Also irgendwie würde ich ja schon wieder gerne einen, hier, wie hießen die nochmal? Die Echsen spielen. Ach ja, das war irgendwie schon toll. Was ist das denn? Ist gar nichts. Ist einfach nur eine Blume, die sich einfach gedacht hat, ich sehe mal besonders aus. Okay, hier ist ein Haus. Hallo! Mowgli? Oh. Warte, komm zurück. Nicht Mowgli, sondern andere Bösewichte. Was machst du? Was war das denn?
Was war das denn für ein unnützes auf dem Boden? Kratzer. Oh nein, 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 ich lauf, du bist gleich tot. Wo ist sie? Hör auf! Ja, ja, du wirst bereuen, mein Samael. Marodeur. Nein, 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 Samael! Oh mein Gott! Du bist so lebensmüde. Anwesen, der irgendetwas entdeckt. Anstrengend mit dir. Warum bist du plötzlich so aggro? Ist ja schön, dass du hingehst, aber halt dich doch mal zurück, warte. Kampfstil. Bevorzuge Magie. So, bleib mal zurück jetzt, okay? Mann, Mann, Mann. Was haben wir denn hier? Wir haben Menschenfleisch, wir haben Nomadenkappe, alles blöd. Runenschild, meh. Silberstahlschwert kann man mal mitnehmen. Die Fackel kannst du dir... Oh, eine Löwin. Eine Löwin. Oh, das ist voll sexistisch. Ein Panther umbringen, okay, aber eine Löwin. Oh nein, das ist so frauenfeindlich. Oh nein. Haben die den umgebracht? Haben die die umgebracht? Oder gehörte die zu der? Ist ja egal. Wir gucken gleich. Erstmal hier den Breakdancer anschauen. Runenschlachtaxt. Menschliches Herz haben wir wieder. Können wir die nochmal verarschen? Wo war der? Da war der Breakdancer. Meh. Nochmal, ja, eine Karotte nehmen wir mit. Der hat sich auf dem Boden einfach mal so gedreht und gedacht, guck mal, wir bin ich nicht cool, ich kämpfe gegen diesen, ich kämpfe jetzt gegen den Geist hier. Zum Glück haben wir, vielleicht sollten wir da, das ist aber nur 1%, das ist so doof, dieses eine Level, dass weniger Fieber entsteht, wenn deine Beschwörung verschwindet. Und das ist nur 1% für einen Erinnerungspunkt. What the fuck? Dann nehme ich doch lieber diese Bombe. Da habe ich mehr von, habe ich das Gefühl. Also diese Eisbombe. Granate, whatever. Schattenerz. Oh, ich glaube, es ist auf jeden Fall fordernder. Mehr fordernd. Und wenigstens mal am Tag. Oh, das freut mich. Habt ihr hier auch alles da kaputt gemacht und abgefackelt oder was? Was seid ihr denn wieder für Arschlöcher? Lichtmagie-Experte. Ja, alles immer schön. Schriftrollen, Kettenblitz, ein paar Papiere auf dem Boden einfach mal so hingefallen. Entweder haben sie darauf geschlafen oder... Oh, oh, okay, gucken wir gleich. Oder haben irgendwas gespielt. Eine Truhe mit. Assassinschuhe, Charismatrank, Mondstein, Sterlinghelm. Das wollte er nicht, ne? Er wollte nur Material haben. Wir könnten den einschmelzen. Ja, keine Ahnung. So, dann gehen wir erstmal zu den komischen Sandbauten. Oh, oh. Wartet kurz, wartet. Da müssen wir uns jetzt ein bisschen vorbereiten. Ach so, Götterschild hatte ich ja sogar noch. Egal. Und war hier nicht jemand? Ich habe da sich was bewegen. Ich dachte, da hat sich was bewegt. Sorry. Will jetzt jemand kämpfen? Warte, wir laufen mal. Und hüpfen. Nein, es tut mir leid, nein. Oh nein, Feuerfinke, du hast nicht mal was. Es tut mir leid. Es kommt davon, die Marodeure sind schuld. Bevor wir jetzt looten, suchen wir jetzt nach Gegnern. Bananen. Nom, nom, nom. Sind das Hütten oder was ist das? Ah, ich habe deine Frau nicht getötet. Ich habe deine Frau nicht getötet. Nein, bitte. Ich weiß nicht. Das waren die Marodeure. Oh, das tut mir so leid. Da, oh, da, okay. Oh, da ist noch eine Löwin. Wo denn? Ah, da. Ach, Samael, nicht schon wieder. Hör mal auf jetzt. Jetzt geh mal in die Küche zurück. Dankeschön.
Ich hatte schon ein schlechtes Gewissen hier. Es waren zwei Löwinnen. Die eine hat Selbstmord gemacht, weil der Löwe sich für die andere entschieden hatte. Jetzt macht alles Sinn. Bitches be crazy. So. Ach, wie, was sie alles für Männer immer machen, ey. Frauen. Ihr seid doch Queens, ihr braucht keine Männer. Nee, das nennt man lesbisch. Oh ja. Hallo. Wow. Okay, ich liebe Urwald, aber das ist ja mega schwer, jetzt hier überhaupt irgendwas zu finden oder zu erkennen. Da, was zum Abbauen. Noch mehr Schattenstahl. Man kann nicht erkennen, wie schwer es ist, ne? Ich meine, diese eine, der Kopfgeld, das Kopfgeld-Ding war, glaube ich, Level 3. Das könnten wir machen. Schattenerz, Schattenerz. Was ist das hier für ein Scheiß? Was soll das sein? Sag es mir. Boah, das ist auch schlimm, ne? Früher war das so, du wusstest einfach etwas einfach nicht. Ich habe zum Beispiel nie Spider-Man geguckt. Und dann kommt Internet und dann kommen Memes, das vorher hieß... Ist das irgendwas? Und Memes, so gesehen, gab es schon vorher. Man hat es bloß anders genannt. Man hat es irgendwie Insider genannt oder Running Gag oder so. Und, cool, was ist das denn? Und dann kam halt Spider-Man, Spider-Man. Und seitdem bleibt das im Kopf, wo man das nie irgendwie geguckt hat. Aber es ist halt so. Ich habe ja mal erzählt, ich habe auch als Kind mir die Openings von Sachen angehört, weil ich die Musik so toll fand und danach habe ich ausgemacht. Das heißt, manchmal weiß ich von irgendeiner Serie die Musik, aber ich habe es nie geguckt. Und die Leute, hä? Sag ich, ja, ich kenne die Charaktere nicht und nichts. Aber heutzutage weiß man einfach ein bisschen von etwas Bescheid, weißt du, so Feinstahlhandschuhe. Okay. Kennt ihr wahrscheinlich auch. Dann wisst ihr einfach von etwas Bescheid, ohne wirklich davon zu wissen. Dann wisst ihr, dass es diese Serie gibt. Ich habe zum Beispiel nicht eine Sekunde von Breaking Bad geguckt. Und trotzdem kriegt man einfach mit, dass es diese Serie gibt. Und,